Aha. Hey, Cecilia. Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Havelock rief uns in den Garten. Aber es ging mir nicht gut. Ich sah vom Dachboden aus zu. Er hatte ein Entermesser. Erst stach er Wallace mitten ins Auge, tötete Lydia und dann erschoss er Callista von hinten. Emily sah alles. Havelock schrie etwas über die Dinge, die er getan hätte und die keiner wissen dürfe. Pendleton konnte niemandem ins Gesicht sehen. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Emily war dabei, als das Gemetzel begann. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Okay, wer hat jetzt wen umgebracht? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Muss ich vielleicht hier rein? Was für ein Tag. Wird heute eine große Feier geben. Bei der letzten Krönung war ich noch. Stell dich den Kaisertreuen entgegen. Finde Emily oder einen Hinweis. Ganz ruhig. Finde Havelock oder einen Hinweis zu seinen Plänen. Maske in den Fluss geworfen und weg. Ach du Kacke. Aber nicht der. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört er sich das Wort dem Mädchen von ihm fern? Halt, da ist so ein Heiltrank, den nehme ich mit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt. Nur nachts rausgelassen. Kann ich hier irgendwo nach unten? Die einzige, die mich freundlich behandelt hat. Erwartet. Beobachtet uns. Ja, das ist ja schön. Der Admiral wusste gar nicht, dass es mich gibt. Ja, jetzt komm. Wahrscheinlich kann ich gar nicht mehr hier unten raus. Oder? Sie klemmt, ist ja super. Ich muss also da oben nach draußen. Was hätte ich denn machen sollen? Stehen bleiben und mich mit Steinen bewerfen lassen? Das waren nur Kinder. Das war eine Bande. Ich hoffe, Lord Regent Havelock hetzt gegen die Tallboys auf den Platz. Eine neue Ära. Eine Zehnjährige auf dem Thron wird wohl kaum die Seuche beenden. Oberaufseher Martin sagt das Gegenteil. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo die Kaiserin tötete und dass die Ratten nie gehen würden, bis wieder eine Caldwin auf dem Thron. Da hinten ist Havelock, da muss ich irgendwie reinkommen. Im Bunde. Auf dieser Stadt liegt ein Fluch, das stimmt. Ich versuche immer noch den Dienst im überschwemmten Bezirk zu vergessen. Erinnere mich nicht daran. Bevor wir gehen, werde ich noch etwas aus dem Keller mitnehmen. Ein paar Flaschen Wein für uns. Pass nur auf, dass ich Corvo nicht hab. Ist da jemand? So hilf mir doch jemand! Okay. Die Lage. Wie sie. Jetzt reicht's mir hier mit euch, ihr Pisser! Sieht aus, als sei ihr einfach verschwunden. Stirb! So. Wo bist du, Havelock? Havelocks Anordnung für die Wache. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Hauen Pitzpap zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach den Naturphilosophen Piero Joplin und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnung zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an den die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie die beiden einen gründlichen Verhör und wenn Sie alles gesagt haben, was Sie über den Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit den Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corfu daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen.
Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Caldwin bei mir im Leuchtturm auf Kingsbarrow Island. Emily, 17 Meter. Also nach oben. Warum sollte ich die bitteschön retten? Die haben mich genauso verraten wie alle anderen. So. Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir vor einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst. Und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsbarrow Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist. Emily. Okay. Stell den Kaiser treuen, bla bla bla, weiß habe ich jetzt nicht verstanden. Callista. 44 Meter. Da ist die Werkstatt. Was ist das hier für ein komisches Ding? Keine Ahnung. 9 Meter, die Werkstatt ist also direkt unter uns. Emilys Turmschlüssel erforderlich. Wo kriege ich den her? Natürlich, wie soll ich denn da hinkommen? Wie sind denn gerade die Ziele? Stell dich den Kaisertreuen entgegen. Finde Callista und Samuels Signal. Über dem Balkon auf der Flussseite. Okay, wir sind jetzt in der Werkstatt. Von der Akademie war ein Verbrechen gegen die Naturphilosophie. Das hätten sie auch damals schon sagen können. Corvo, gut zu sehen, dass sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Kieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Alles klar. Leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesehen. Hey, Flocks altes Schlafzimmer. Wir können das Gerät in Gang. Boah, wie soll ich jetzt zu dem seinem Schlafzimmer kommen? Okay, dann laufen wir einfach mal hier lang. Nein! Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben.
Bin ich da mal elegant daneben gesprungen? So. Das kann ja bloß hier in dem Haus sein. Und zwar eine Etage weiter unten. Hey, Flocks altes Schlafzimmer. Hab was gehört. Ich brauche mir Männer. Feuer. Alter, was willst du denn? Nix da mit mehr Männern. Brauchst du eh nicht mehr. So, der ist auch hinüber. Ah, die Blitzpfeiler-Baupläne. Blitzpfeiler-Baupläne, so. Dann gehen wir mal wieder hoch aufs Dach und dann zurück zu Piero. Nein, du hast nichts gehört. So. Schön am Rand hier lang laufen und dann sind wir auch schon wieder in der Werkstatt. Dann kann er ja das bauen und unsere Gegner brutzeln lassen. Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu, Corvo? Gefällt mir. Verbrennen Sie sie, Piero. Davon hätte ich ausgehen sollen. Nur eine kleine Justierung, dann sind wir startklar. Alles ist fertig, Corvo. Wir müssen das Gerät nur noch aktivieren. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Öltank-Füllstation. Ach so. Halt. Einen leeren Tank. Dann einmal befüllen. Und nach unten tragen. Und dann werden wir den Pfeiler mal aktivieren. Ach, Blitzpfeiler-Tankfach ist hier oben. Lalala. Hier hinten lang. Ja, natürlich. Wo denn? Ach so. Okay. Yeah! Großartig. Einfach großartig. Zerstörung im großen Stil. Wirklich unbeschreiblich. So viele Leben auf einen Schlag ausgelöscht. Nun, Corvo, ich hoffe, dass wir wieder Kollegen sind. Sie waren verurteilt, ich wurde entführt. Da machen wir uns nichts draus, oder? Was den guten Admiral betrifft, Männer wie Havelock beginnen mit guten Vorsätzen. Das gilt auch für Martin und vielleicht auch für Pendleton. Doch ich vermute, er war einfach nur faul.
Doch niemand ist gegen den verführerischen Lockruf allumfassender Macht und Einfluss gefallen.